So, der Minister ist wieder am Platz, dann können wir anfangen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, entschuldigt, dass ich etwas den wehmütigen Geist der Dankbarkeit für die ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen leicht stören muss. Wer hätte von uns gedacht, dass sich die Koalitionäre nach diesen monatelangen Grabenkämpfen doch noch auf einen Stoffstrombilanzverordnungsentwurf verständigen? Wie weise, dass wir gemeinsam den Parlamentsvorbehalt eingefügt haben. Wie oft wurde uns der weiße Rauch in den letzten Monaten nach Verhandlungen gereicht? Der weiße Rauch stieg auf, um dann sofort wieder von CDU, CSU eingefangen zu werden, weil sich irgendwelche Güllebarone querlegten. Aber am Ende obsiegte doch die Einsicht, dass nicht alle Verschärfungen zu verhindern sind, wenn das EU-Vertragsverletzungsverfahren abgewendet werden soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem seit 2013 währenden Prozess des Nichtstuns und Aussitzens wurde kurz vor Toresschluss eine halbseidene, halbgare Düngeverordnung beschlossen. Dieses verabschiedete Gesamtpaket weist zwar mit wichtigen Bausteinen wie der Stoffstrombilanz, dem Datenabgleich oder der Hinzurechnung der Gärsubstrate aus Biogasanlagen zur Obergrenze von 170 Kilo N pro Jahr und Hektar in die richtige Richtung. Aber nur, weil die Bundesländer, und hier ist besonders Niedersachsen zu nennen, immer wieder gedrängt haben. Dieses ganze Theater, was hier veranstaltet worden ist, ist doch nur veranstaltet worden, meine Damen und Herren, weil der Deutsche Bauernverband, dem Sie ja stets nachgeben, von CDU, CSU nicht einverstanden war. Für wen, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU, machen Sie eigentlich Politik? Machen Sie Politik für die Menschen draußen, die sauberes Trinkwasser wollen? Die wollen, dass unser Gemeingut sauber bleibt. Nein, Sie, Frau Konnemann, vorneweg, machen Politik für einzelne Tierhalter, die mit viel zu viel Gülle unser aller Gemeingut Wasser enorm belasten. Das ist Ihre Politik. Reine Klientelpolitik. 7,7 Millionen Schweine in Niedersachsen und NRW. Das erfordert zielgerechtes Handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so wie es jetzt ist, drohen steigende Wasserpreise. Das sagen selbst Ihre Behörden, Herr Minister. Sie haben es ja vernommen. Das Verursacherprinzip, das mit dieser Novellierung eingeführt wurde, kann wegen geschönter Zahlen aus der Stoffstrombilanzverordnung nicht richtig umgesetzt, die Gülle nicht sachgerecht bilanziert werden. Alle Warnungen von Umwelt- und Wasserverbänden wurden von Ihnen in den Wind geschlagen. Alle Kompromisse, die von den Bundesländern mit viel Aufwand erarbeitet wurden, wurden von Ihnen immer wieder unterlaufen. Sie verhindern so wieder einmal das so benötigte Verständnis und die Akzeptanz für Tierhaltung in unserer Gesellschaft. Besonders ärgerlich ist, dass die Flächenlosen, die Betriebe, die Biogasbetriebe ohne Zusammenhang zur Viehhaltung wieder rausfallen aus der Verordnung. Das ist eine absolut unverständliche Entscheidung, dass wir nicht dabei geblieben sind, alle Biogasbetriebe. Warum nicht? Wieso stehen in der Verordnung nicht mehr alle Biogasbetriebe? Die vorhandenen Phosphatüberschüsse, auch ein großes Thema, bleiben völlig ungeregelt. Sie bleiben gänzlich ungeregelt, fallen sie unter den Tisch. Zusätzlich werden die ohnehin hohen Stickstoffüberschüsse mit einem sogenannten Toleranzfaktor versehen, um Lagerverluste von Gärsubstrat und Grobfutter zu berücksichtigen. Die auf dem Bilanzwert anrechenbaren Verluste sind zu streichen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit Anreize zur Steigerung der Stickstoffeffizienz geschaffen werden. Die zusätzliche Anlage 5, jetzt 4, gehört gestrichen, Kolleginnen und Kollegen. Ganz nebenbei wurde so noch mit dem ganzen Paket ein kaum administrierbares Bürokratiemonster entworfen. Anstatt die Pflichtberatung massiv zu stärken für die Betriebe, viele Betriebe könnten dadurch massive Kostenminderungen erreichen. Wir Grünen stimmen gegen diese unzureichende Stoffstrombilanzverordnung. Es werden jetzt hoffentlich noch einmal die Bundesländer aktiv werden, um unser aller Wasser wirksam zu schützen. Wir Grüne machen den Bäuerinnen und Bauern das Angebot, mit uns endlich auf verlässliche, planbare politische Rahmenbedingungen zu setzen. Schluss damit, dass die Landwirtschaft weiter durch CDU, CSU zum willfährigen Spielball ihrer falschen Interessen gemacht wird. Vielen Dank. Jetzt hat Franz Josef Holzenkamp, CDU, CSU.